Willkommen zurück bei Gothic 2. Ich habe gelevelt, dabei habe ich ein Level geschafft und relativ medium viel. Ich habe ein paar Orte entdeckt, wie Höhlen oder so, wo ich jetzt noch hier, haben wir noch ein paar Gräber. Ich wollte mir die immer gerne mal mit euch angucken, damit man so sieht, was da mal drauf stand. Und hier sind auch andere Gegner, die haben wir vorher noch nie gesehen. Deswegen gehen wir da jetzt hier mal zusammen hin. Ich habe mir 4 Sachen hier aufgeschrieben, wo wir noch mal hin müssen. Ich habe mir die Sachen noch nicht alle angeguckt, also ich weiß nicht, ob wir alles schaffen. Wir sind schon relativ stark. Ich bin auch am Überlegen, ob wir die Sprache lernen, damit wir langsam vielleicht ein paar der Steintafeln lesen können. Aber hier haben wir jetzt Zombies. Unbekannte Gegner für mich. Als ich aber hier gemerkt habe, die kriege ich okayisch down, dachte ich mir so, ja, dann können wir es auch im Video machen. Ich muss mich gleich an eine Gothic 1 Mod erinnern. Beziehungsweise Gothic, ist glaube ich eine Gothic 2 Mod. In Gothic 1 Style, wo das Minenteil von Zombies verwendet wird. Sehr interessant. Wir sollten uns trotzdem mal heilen. Ich weiß auch noch nicht, wie wir uns skillen, weil ich weiß, dass man sich auch schon verskillen kann. Ist nicht so wild, ist ein Singleplayer-Game. Früher oder später schafft man es trotzdem. Aber ja. Nichts zu holen. Will man die Schatulle mit? Nicht, da ist nichts zu holen. Nimm Paladin 2 hin da. Oder das Paladin-Schwert, meine ich. Schwarzes Erz. Keine Ahnung, was das genau ist. Sehe ich gerade zum ersten Mal. Okay. Wirkung unbekannt. Das finden wir dann noch raus. Wir haben jetzt ein Paladin-Schwert. Sekunde. Ja, Paladin Zweihänder. Habe ich doch richtig gelesen. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Einhand wirklich so schlau ist. Wir sind bei 54. Vielleicht wirklich bis plus 60 gehen und dann auf Zweihand gehen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß halt wirklich nicht, welchen Weg ich gehen will, ob ich wirklich Einhand gehen will. Ich meine, für Stärke ist Zweihand wahrscheinlich sinnvoll. Aber Einhand ist so schön flink. Und wenn wir Miliz gehen, gehe ich eh wieder auf Stärke. Ich habe keine Ahnung, wann ich auf Geschick gehen soll, weil Miliz und Geschick, das rentiert sich auch nicht. Und als Magier auf Geschick rentiert sich auch nicht. Gegen der Banditen? Der denn? So. Deswegen, ich bin da so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich noch umskillen soll, vielleicht auf Zweihänder oder vielleicht noch ein bisschen Dex. Oder auf den Bogen, weil Bogen ist auch geil. Wir müssen gucken, wie viele Erfahrungspunkte wir in Jakanda, der Add-on-Welt bekommen. Und den kann ich mich immer noch umentscheiden. Aber wir haben noch einiges zu tun, bevor wir da hingehen. Leider wollte ich eigentlich bis dahin alles abgegrast haben an XP. Also Waage kriege ich immer noch nicht down, einzelne Orks, so lala, aber die sind meistens nicht alleine hier. Und ich kam nicht nach da oben hin, wo ich hin wollte zum Leveln. Da waren Leute im Weg, jetzt sehen wir denn. Aber erstmal gehen wir auch noch Balthasar. Deswegen, also ich würde gerne schon ein bisschen in Skillen, sag ich schon, in Dex. Hm? Hier sind Schafe, wo ist er? Ist er hier irgendwo? Also mit ihm reden will ich. Da steht er, okay. Und dann will ich noch bei Dexter hoch. Da sind ja auch noch eine Mine, wo wir nicht reingegangen sind. Balthasar. Hey, du. Sonst alles klar? Ich kann nicht klagen. Danke der Nachfrage. Ja, schön. Hier geht's ihm gut. Hier kann er seine Schäfchen jetzt versorgen. Ich habe hier eine kleine Liste gemacht mit Sachen, die ich alle noch erledigen muss. 2 stehen da noch drauf. Und dann müssen wir mal weitergucken. Ne, es ist auf jeden Fall, ja, so viel Erfahrung gab es halt doch nicht mehr zum Abgrasen. Und zu einem anderen Gebiet, wo ich noch hin wollte zum Abgrasen, kam ich nicht. Wahrscheinlich wäre eine Snapper-Rolle, weil die schon billig sind.
eine gute Option, um durch einfach Monstermassen durchzugehen, wenn man andere Wege geht, wo man halt sonst nicht jetzt gerade durchkommt, weil die Monstermassen greifen einen dann nicht an, wenn man als Snapper zum Beispiel unterwegs ist. So. Wir jetzt gerade aber ernsthaft überlegen, dass was wir machen. Also Stärke, also selbst wenn wir eine Armbrust nehmen, eine Armbrust braucht Stärke, aber skaliert, wenn ich das richtig weiß, wieder mit Dex. Das heißt, war ich heute schon bei Innos am Beten? Ja, ich habe heute schon für Innos gebetet. Ja, ich bin überlegen, also anstatt Stärke hochzubringen und die Waffen zu erhöhen, ist es sinnvoller, meinen Einhandwert hochzubringen, weil der sorgt ja auch für den kritischen Damage, den Schaden. Ab 60 werden natürlich wieder mehr Punkte nötig. Deswegen, ich weiß auch nicht, also die Tafeln lesen, so für Magie oder so, die Tafeln würde ich auf jeden Fall lesen. Für andere Sachen, ich weiß es noch nicht. Das ist halt so, ich bin nicht so sehr in Gothic drin, als dass ich weiß, wie man das macht, vor allem wenn ich so sehe, Leute schaffen es in Kapitel 1 auf Level 20 oder so. Es sind massiv viele Lernpunkte und ich bin jetzt so, ich würde gerne Dual-Skillung haben, zwei Waffen. Ich weiß aber nicht, was. Ein bisschen Fernkampf ist schon geil. Hast du noch einen geilen Einhänder zum Fernkampf? Ja, als Söldner. Später Paladin, Zweihänder mit Armbrust, das klingt auch geil. Da habe ich aber niemals ein Dex-Bild gehabt. Und Dex würde mich auch mal interessieren. Als Magier-Dex klingt weird. So, jetzt haben wir hier Mindcrawler. Traue ich mir ja zu. Okay. Ja, ist gut. Kann ich. Ich wollte gerade sagen. Hallo. Kann ich angreifen? Ich will hier schon durch. Das ist leer. Ich weiß halt nur nicht, was uns hier erwartet. Halt eine kleine Mine, nehme ich mal an. Ich gehe erstmal nach hier. Also ich denke wirklich, vielleicht auf Einhand weitergehen oder gehen wir auf Zweihand. Ich weiß es nicht. Normal müsste bei einem Unterschied von 30 doch die Sachen hinterherziehen. Das heißt, wenn wir 60 erreichen, müsste das, glaube ich, ein bisschen hinterherziehen. Ich weiß es nicht, dass es immer so einen Unterschied von 30 hat. Da bin ich für 100% sicher, wie das läuft. Das zwei Stück. Ein Quader sieht aus wie ein Minischläfer. Keine Ahnung, warum. Magisches Erz? Wir haben keine Spitzhacke, ne? Ich dachte, hier wäre mehr. Das war's? Nein, so, ich habe nichts übersehen, wenn ich das richtig sehe. Ja, hat nochmal ein paar Erfahrungspunkte gebracht. Ich versuche mein Glück nochmal da hinten bei der anderen Höhle. Ich dachte, da würden wir wieder rauskommen. Ja, und dann würde ich, glaube ich, Einhänder auf 59 machen und dann mit dem Trick nochmal für Billiglernpunkte auf 64 hoch. Und ab 60 wird es ja noch teurer. Und dann gucken wir mal weiter. Sind wir so 60 plus? Das sind
Skelette in Rüstung. Die finde ich tatsächlich gar nicht mal so schwach. Ich würde es ja schon irgendwie gerne versuchen wollen. Nein, aufmachen. Jetzt umdrehen. Oh, das ist ein Zombie. Ich wünsche, wir hätten eine Erklärung, woher die Zombies kommen. Ich meine, 200 Erfahrungspunkte ist super lecker. Ich wünsche, wir würden mehr Volltreffer aber machen. Damit auch jeder unserer Schäden guten Damage anrichtet. Und 2. Ja, die Skelette sind noch eine Nummer zu hart. Wir haben die Zombies vernichtet. Zu den Skeletten kommen wir nochmal wieder. Gut. Dann geht's jetzt auch schon Richtung Wassermagier. Auf dem Weg dahin will ich nochmal ganz kurz bei einer Grabstelle vorbeigehen auf Onas Hof. Dann gucken wir mal weiter. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich würde jetzt meine Einhand nochmal kurz weiter skillen. Oder wenn ich noch Punkte über habe, würde ich die Sprache der Bauer langsam lernen wollen. Damit wir die einfachen Sachen, Magie und so, würde ich schon mal direkt lernen, die Tafeln. Bei Armbrust und Co. weiß ich noch nicht. Ich bin ja einmal komplett Korinnes abgelaufen. Wir haben so gut wie alles gekillt, außer halt die Sachen da Richtung Troll und so, da kommen wir nicht durch. Und die in dem Wald, die Orks und die Waage nicht. Da wäre ich gerne mit dem Drachenswerfer nochmal durchgedackelt, aber naja. Ich habe jetzt auch nicht jeden NPC umgehauen oder so. Das finde ich auch irgendwie nicht so meins. So, wie viele Punkte sind wir weg? Wir sind 54, das heißt also 5 können wir lernen. Wir können zweimal 5 lernen. Mal gucken, ob das passt. Hey, Kumpel, Gott. Hey. So. Du bist schon besser geworden. Weiter so. Wir haben Einhand 64. Ab jetzt kostet das 15. Und dazu Zweihänder 20. Ich würde das jetzt auch nicht höher machen. Ich glaube, 64 lassen wir. Das ist schon mal sehr hoch. Und wir können jetzt ja durch Tafeln und Co. noch das verbessern. Das habe ich früher auch gemacht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich wundere mich aber gar nicht. Ich denke, das sollte so gut sein. Jetzt haben wir noch einen Punkt über. Damit können wir natürlich die Runde Sprache der Erbauer nicht mehr erlernen. Aber das ist nicht so wild. So, die Erze sind natürlich relativ wichtig. Die Erze sind stark gute Währung an sich. Ja, müssen wir mal gucken, welche Waffe wir später nutzen. Ich glaube, wir bleiben tatsächlich bei Einhand. Und dann gehen wir mit dem Paladin vielleicht mit einer Zweihand. Ich bin bei Magier nicht sicher. Bei Magier nutzt man ja auch Stäbe.
Sind nicht auch zwei Hand? Aber Geschick, oder? Sind die Stärke? Ja, mein Spielstil ist halt Stärke. Was soll ich sagen? Ich glaube, selbst wenn du Damage skalieren willst, das ist jetzt alles ohne Gewehr, ich bin nicht so tief in der im System vom Spiel drin. Einhandwaffen skalieren, egal ob sie Geschick oder Stärke haben, noch immer mit Stärke. Das heißt also, wenn wir eine Einhandwaffe haben, ohne großartige Stärke, ist sie trotzdem weak, selbst wenn wir viel Geschick haben. Oh, wir haben eine ganz andere Kampfhaltung jetzt. Eine viel coolere Kampfhaltung. Da ist nichts zu holen. So, was ich hier wollte? Hier sind auch so ein paar Grabsteine, so. Ich wollte die einfach mal angucken. Oh, Grünstockel. Aber nicht bei allen steht was scheinbar. Nicht bei allen steht was. Okay. Wortschwert der Miliz. Was ist das denn jetzt? Grober Zweihänder. Da Stärkepunkte zu wenig. Wir haben die Dinger. Ja, Waffen können wir verkaufen. So, dann gehen wir jetzt langsam. Ja, ich habe ja die Aufnahme einmal kurz geschnitten. Ja, da steht niemand. Gehen wir davon aus, dass wir bis zum Schnitt 5 Minuten oder 8 Minuten gebraucht haben. Dann haben wir jetzt gute 12 Minuten. Bin auch gut in der Zeit. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Weil da ist ein Schattenläufer, mit dem ich mich noch nicht anlegen möchte. Gehen wir nochmal mit. Ja, hier gibt's auch noch eine Sache. Ich weiß nicht, wie man da rüberkommt. Da drüben liegt nämlich eine Steintafel, die will ich. Bin mir noch nicht sicher. Ich habe eine Vermutung. Die werden wir nachher mal testen. AKA gleich. Bin mir aber nicht 100% sicher. Ich fühle mich richtig, richtig gut. Momentan. So wie wir jetzt hier so unterwegs sind, von den Werten her auch. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht so min-maxed, weil sonst sollte man ja die Äpfel später erst essen. Man sollte Teglas Eintopf später essen, damit man nicht sofort die Werte sich reinpfeift, sondern für billigere Skillpunkte noch sich hochskillt und so. Aber vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht könnten wir auch einen One machen, wo wir auf Tränke gehen. Hier steht nämlich jemand, den ich nicht kenne. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Hey, du, bleib stehen! Was willst du? Wenn du nicht willst, dass ich dir die Fresse poliere, sollst du schleunigst ein paar Goldmünzen in meine Tasche wandern lassen. Du machst Witze. Siehst so aus? Wenn ich nicht 20 Goldstücke sehe, bevor du auch nur einen Schritt näher kommst, dann mach ich dich platt. Also jetzt rück die Kohle raus. Sieh zu, dass du verschwindest. Du willst es wohl auf die harte Tour? Ist er tot? Keine Ahnung. Er war aber nur 10 verdammte Erfahrungspunkte wert. Nee, den Weg, den ich dachte, dass man vielleicht hier an der Seite lang müsste, um da über den Berg zu kommen, war schon mal falsch. Oh, Skeffs sind wieder da. Cool. Nichts zu holen. Ja gut, hier war ich wie gesagt nicht. Hier war der Kerl. Jetzt könnte man hier noch ein bisschen jagen gehen. Mal gucken, was wir hier so finden. Vielleicht tue ich das auch nochmal ganz kurz.
Weil da sind ja auch noch Höhlen mit Minecraftern gewesen, blabliblub. Sollen wir hier nicht hoch? Doch. Das kann nicht der Weg sein. Ich glaube, ich bin an einem Ort, wo ich nicht hin sollte. Oh, mehr Scavs. Wir testen es mal. Was passiert, wenn wir hier oben langlaufen? Irgendein Playtester muss das hier doch auch gehabt haben. Sieht viel zu gut aus, um falsch zu sein. Oder? Oder? Ah, wir sind richtig. Ja, das war geplant. Oh mein Gott. Trank, Brot, Brot, Trank, Trank, Wein, Honey. Leckeres Butlerfleisch. Geilen Pilz. Ich bin mir aber gerade nicht 100% sicher, wo hier, ich hab doch hier eine Steintafel gesehen, bin ich blind? Ach, da! Geil! Bekommen, was ich wollte. Und drüber. Ja, also ist das der richtige Weg oder ich bin nämlich darüber geschwommen oder wollte darüber schwimmen und kam da nicht mehr raus oder hoch. Wenn ihr es wisst, bitte in die Kommentare. Mir fällt auch gerade ein, ich habe ja immer noch den Feuerbogen, den spare ich mir auch momentan auf. Ich weiß noch nicht wofür, aber sicherlich kann er irgendwo helfen. Ja, und wir sind eigentlich schon in der heißen Phase, weil ich finde Gothic 2, gerade Kapitel 2 und 3, sind gar nicht mal so lang. Also da geht es wirklich schneller Richtung Ende, das ist wie mit Gothic 1. So Kapitel 1 ist so das, was du am längsten brauchst, erstmal mit allen sich vertraut machen. Natürlich kann man da durchspeeden und einfach easy peasy in Kapitel 2, 3 und 4 vordringen, aber... Wenn man sich wirklich Zeit lässt, gerade die ersten Kapitel sind die längsten und dann zum Ende hin wird es immer schneller. Weil man stärker wird, man kommt besser mit dem Spiel und der Mechanik, klar, wir gehen hier noch nicht hin. Und das ist es halt so, dieses, was mir so auffällt. Und wir kommen jetzt langsam immer schneller voran. Jetzt, ja gut, jetzt werden wir durch die Add-on-Welt nochmal gebremst. Die wird nochmal alles in die Länge ziehen. Ja, Kinder. Müssen wir sehen, wie sich das später ausgesprochen wird. Aber auf Dauer, wir sind schon ziemlich Richtung Ende. Ja, wir werden noch ein bisschen durch das Minental dackeln, aber... Also wahrscheinlich wird es nochmal 20, 30 Folgen dauern, aber trotzdem ist Gothic immer so... Wenn man einen gewissen Punkt überschritten hat, dann wird das ein sehr schnelles Spiel. Ich habe es halt nie komplett durchgespielt. So muss ich sagen. Gothic 2 habe ich nie durchgespielt, blabliblub. Ich weiß halt nur, auf Dauer... ist es so, dass Gothic immer sehr schnell zu Ende ist. Eins von zwei, also eins auf jeden Fall von zwei, höre ich das häufiger, wenn Leute das sagen. Was schade ist, schöne Spiele. Ich will mir die Erfahrung hier nochmal gönnen, weil... Ich weiß nicht, wann wir wirklich nichts zu holen zurückkommen und ich will mir nicht so ganz so viele Sorgen machen, dass wir hier noch was zu erledigen haben.
Wir müssen jetzt nicht hier komplett sauber lecken, wollte ich gerade sagen. Aber so das Gröbste nochmal mitnehmen. Vor allem will ich nochmal ganz kurz halt bei den Minecrawlern reingucken. Und jetzt, wo wir auch die Goblin-Skelette easy kriegen, ohne dass sie uns umnieten, will ich nochmal ganz kurz dann auch da zum Steinkreis hoch. Es ist ja nicht weit weg, so ist es ja nicht. Freue mich eigentlich schon. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das in der Add-on-Welt nachher läuft. Ich war da ja noch nie. Aber ich freue mich. Wobei ich muss auch sagen, ich mag auch die Zeit hier in Corinus. Gothic ist einfach ein schön designtes Spiel. Ich bin auch ganz ehrlich, ich freue mich auch auf den dritten Teil. Auch wenn der dritte so lala ist. Ich freue mich drauf. Ich werde auch vor den... Ich hab nichts nachgespawnt. Das Community-DLC. Was ist das eigentlich? Forsaken Gods oder so. Ich weiß gar nicht. Werde ich auch spielen. Ich weiß, das ist hart verbuggt. Richtig hart verbuggt. Aber das wollte ich auch gerne mal spielen. Ich will wenigstens so die gesamte Reihe machen. 1 bis 3. Dann will ich das auch mitmachen. Ich glaube, der dritte Teil ist der einzige, den wir nicht mehrfach spielen. Ich glaube, nur 1 und 2 spielen wir ein paar Mal mehr. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe den dritten damals zu Release gespielt. Bei mir auf dem Rechner. Damals, früher. Ich hatte kaum Bugs. Ich kam da sehr gut durch. Aber ja, kann auch einfach nur verdammtes Glück gewesen sein. Nee, wir gehen jetzt auch gar nicht mehr zu den Goblins. Die paar Erfahrungspunkte lohnen sich nicht. Machen wir gleich unsere Arbeit weiter bei dem Wasserring, Ring des Wassers. Auf jeden Fall, ja. 1, 2 und 3. 1 und 2 wird in jeden Weg einmal durchgespielt. Geht ja auch schnell, wenn ich jetzt mich langsam daran gewöhnt habe, wie Gothic funktioniert. Ich wollte das dieses Jahr gerne nochmal machen, also ist da kein großer Abstand wie ein paar Jährchen oder so. Dazwischen, dann wird das schon. Aber erstmal wollte ich Gothic 1 zweimal hintereinander nochmal durchspielen, also Back-to-Back für die beiden anderen Wege, damit ich diese blöde Steuerung, also muss ich zugeben, die blöde Steuerung von Gothic 1 nicht nochmal mir neu angewöhnen muss, dachte ich, von Back-to-Back spielen wir es nochmal durch. Ist halt auch wirklich schnell gemacht. Da hat man dann schnell die Videos ready. Und dann setzen wir uns nochmal ganz entspannt hier hin. So weit aber aus, als ob alles tot geblieben ist, was wir gekillt haben. Das ist ganz okay. Dann kommen wir jetzt da rein. Meine Stimme versagt. Naja. Und Jump. Wollen wir hier nochmal rein. Die Schriftrolle haben wir das letzte Mal mitgenommen, nachdem wir hier mit dem Steinkerl Probleme hatten. So. Dass sie uns auch daran erinnern mussten, dass wir das Erz erschöpft haben. Ich meine, ja, maybe waren wir es. Aber die wollen es doch nicht wahrhaben, dass wir die sind, die sie da rausgeholt haben. Aber die ist einfach verschwunden. Ja, ganz einfach. Kurz nachdem du das Erz aufgelöst hast und weg warst. Ganz zufällig, ne? Da verschwindet sowas natürlich auch ganz zufällig. So, wer von euch ist der, mit dem ich reden muss? Hey, du. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du unser geheimes Erkennungszeichen, den Aquamarinring. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren. Aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Ich habe den Schläfer besiegt. Schon was? Nicht wirklich. Hallo, Sartoras. Hey, du. Hä? Warte. Äh,
Ja gut, dann reden wir nochmal mit allen, weil ich jetzt nicht genau weiß, was ich machen muss. Ich soll zu Laris gehen, aber Laris hatte auch nichts. Habe ich das Game gebuggt dadurch, dass ich diesen blöden Schalter gefunden habe? Gothic ist so buganfällig, ist das Problem. Und das habe ich relativ early gemacht. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Sag mir, was du brauchst. Nothing. Oh, warte weiter. Mal. Nein. Hey. Nefarius. Hey. Da muss ich mit dir reden. Ich weiß nicht weiter. Habe ich's verbockt? Habe ich irgendwas? Ja. Hoppla. Das ist irrelevant, das Portal. Das ist meine, wenn jemand die möchte. Achso, das Beben passiert ja ab und zu ja von alleine. Womit denn? Naja, ja, ich weiß irgendwie gerade auch nicht weiter. Ich habe einen Mechanismus bedient. Mehr als Beben kam nicht raus. Ja, vielleicht könnte ja einer von denen jetzt was sagen, aber nein! Hey, du! Kannst du mir etwas... Damit du noch mehr... Nein, fürs... Nicht... Okay, ich guck mal kurz. Okay, ich bin momentan bei einem Bug. Eigentlich müssten wir von Laris ihn jetzt begleiten zu den Wassermagiern, weil wir haben ihm das Ornament gegeben. Das Ornament muss zu den Wassermagiern. Im Tempel. Da wir es ihm gegeben haben und mit ihm aber schon mal von einer Weile losgelaufen sind, können wir... Also er hat uns ja zum Onas Hof gebracht. Ist das jetzt verbuggt, mit ihm dahin zu gehen? Dadurch ist das Ornament bei ihm und wir schaffen es, oder wir können nicht die Wassermagier-Quest weitermachen, wodurch wir nicht in die Add-on-Welt kommen. Gehen wir die mal ich kurz habe auf? Noch eine Stein. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke. Aber... es gibt Möglichkeiten, jetzt zu cheaten. Das heißt, ich werde jetzt einen Cheat benutzen müssen, in Laris reingehen, das Item droppen und es aufsammeln. Das mache ich jetzt offcam. Und wenn wir das dann haben, wenn das dann alles glatt läuft, ich hoffe ohne Probleme, können wir weitermachen. Aber es ist natürlich jetzt typisch, es ist Gothic. Es kann sowas vorkommen. Also ich hoffe, dass das gut geht. Ich melde mich dann bei den Wassermagiern, wenn es gut geht. Gut, auf dem Weg jetzt zurück. Ich habe das Item nicht aus seinem Inventar droppen lassen können. Hat einfach nicht geklappt. Ich konnte Laris übernehmen und blablabla. Ich habe mir es einfach ins Inventar gescheatet. Ja. Ich habe es einfach reingescheatet. Jetzt sollte es gehen. Jetzt weiß ich fürs nächste Mal. Ich wusste halt auch nicht, wo Onas Hof war. Also habe ich mich extra deswegen hinführen lassen. Ich wusste halt auch nicht, dass es so einen Bug auslöst. Im nächsten Playthrough... können wir uns ja mal hierhin führen lassen von Varys. Müssen wir nicht an Onas Hof vorbei. Also muss er uns nicht dahin führen. Dann sollte es auch mal richtig gehen, dann sehen wir den Weg. Und sonst, jetzt weiß ich ja, wie ich es mir herschieten kann. Mache ich es einfach wieder so.
Wenn jetzt alles gut geht, nicht, dass jetzt irgendwie sagen, du darfst das nicht haben oder es keinen Dialog gibt, dann muss ich mir was anderes überlegen. Aber gut, dass Gothic so eine aktive Community hat, dass man da wirklich viel machen kann. Das ist halt das Schöne. Die Gothic-Community ist wirklich die beste mit, wenn es um Videospiele geht. So viele noch aktive Leute, selbst Jahrzehnte danach. Ich glaube, mit Vatras, Saturas. Muss ich reden? Hey, du. Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon. Aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Okay. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Was sind das für seltsame Erdbeben? Das ist eins der Rätsel, die ich versuche zu lösen. Das Gefüge der Magie wird irgendwo hinter diesen Bergen gestört. Ganz offensichtlich versucht da jemand mit aller Gewalt einen mächtigen Zauber zu brechen. Ich fürchte, es dauert nicht lange, bis die ganze Insel von diesem Beben heimgesucht wird. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Okay. Schon mal nicht wirklich. Das heißt, wir müssen jetzt noch mit jemand anderen reden. Ich werde noch reden. Und dann beenden wir diese Folge, weil, es hat keinen Sinn. Die Folge ist jetzt schon länger als erwartet. Und wir sind immer noch nicht in der Add-on-Welt. Bin echt am Überlegen, ob ich vielleicht früher oder später mal anfange, wirklich längere Folgen zu machen. So 2 Stunden vielleicht. Bisschen neu. Bist du ja immer? Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinis gefunden haben, schon... Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Hier links. Was wäre, wenn ich es versuchen würde, ihn zu benutzen? Keine Ahnung. Wir wissen darüber noch zu wenig. Es ist möglich, dass du es nicht überlebst. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon her. Wenn du meinst, hier hast du... Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Das wüsste ich jetzt nicht, wo da einer ist. Ich habe nur einen bei Onas Hof gefunden. Hey! Fangen wir erst einmal Texte, die in der Sprache... Es war die gemeine Sprache. Hümpfe. Hümpfe habe ich nicht, ja. Hey. Hallo. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja?
Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Medarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Okay. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Wie viele waren es nochmal? Ach Gott. Insgesamt sind es 4. Die anderen solltest du dort finden. Ja. Karte. Nicht die Karte. Ach Gott, wie kann ich denn die Karten durchswitchen? Oder, ach, hier haben wir mehrere. Ja, die bei Corinas. Oh, da oben, okay. Hey. Okay, cool. Sollten wir den Brief jetzt nochmal abgeben können oder können wir es noch nicht? Hey, du. Warte mal. Hey. Na, wir können die Tür hier wenigstens aufmachen. Wir müssen den Teleporter nicht benutzen, ne? Womit denn? Melden wir ein anderes Mal. Will noch nicht sterben. Und wir wollen ja eh noch mit Vatras reden. Ach, Saturas. Das Letzte, was ich will, ist ja nicht durch den Teleporter sterben, aber hey. Wir können ja auch einfach jemanden reinschubsen, mal zum Testen. Saturas. Hey. Ich soll für Nefarius die verlorenen Teile des Ornamentes finden. Was? Das ist ja unglaublich. Du steckst schon wieder mit drin? Keine Angst, ich bringe die Dinger schon her. Weißt du wenigstens, wo du suchen musst? Nefarius hat mir diese Karte gegeben. Zeig her. Im großen Wald ist es ziemlich gefährlich. Du solltest nicht alleine gehen. Such dir in Corinis jemanden, der dich begleitet. Ich will nicht, dass du von Monstern gefressen wirst. Und das Ornament mit dir. Hier hast du deine Karte wieder. Okay, dann geben wir dir halt nicht den Brief. Hey, du. Aber dann machen wir hier ein Ende der Folge. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.